ist relevant und wichtig für die Bürger des Landes. CDU, SPD und auch die Regierung, ist der Medienberichterstattung zu entnehmen, befassen sich mit dem Thema, haben den Handlungsbedarf erkannt. Dieses Thema ist aber nicht, wenn wir heute den 14.03. haben, am 13.03. abends vom Himmel gefallen, sodass wir heute hier diesen Dringlichkeitsantrag vorgelegt bekommen, zumal auch aufgrund Ihrer Ausführungen Ihnen ja bekannt sein dürfte, dass Stadtvertretungen wie Bad Doberan schon vor Wochen die Beschlüsse gefasst haben, also weit vor Antragsschluss. Der aktuelle Gesetzestext geht auf das Jahr 2005 zurück. Damals unter Rot-Rot wurde diese Sollregelung beschlossen. Und einige werden sich erinnern, dass es einen Antrag der CDU gab, damals zum Thema Anschlussbeiträge eine Kann-Regelung im Jahre 2005 einzuführen. Das wurde unter anderem unter Regierungsbeteiligung von PDS abgelehnt. Und nur weil Sie jetzt in der Opposition sind, ist das kein Freifahrtsschein für populistische Politik. Und der Zeitraum von 2005 bestehende Gesetzeslage bis 2013, also nach 13 Jahren. Herr Abgeordneter, einen kleinen Moment bitte. Einen kleinen Moment bitte, Herr Abgeordneter. Ich bitte Sie, zur Ablehnung der Dringlichkeit zu sprechen und nicht zum Inhalt des Antrages. Außerdem möchte ich auch darauf hinweisen, dass diese Dinge von den Saalmikrofonen aus gestellt werden. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, also der Zeitraum bestehende. Herr Abgeordneter, ein weiterer Hinweis, wenn ich hier vorne sitze, auch wenn ich per Amt Vizepräsidentin bin, bin ich die Präsidentin des Landtages und bitte Sie, mich auch so anzureden. Entschuldigung, das war ein Lapsus meinerseits. Der Zeitraum von 2005, bestehende Gesetzeslage bis 2013, also 13 Jahre, Dienstagabend erkannt, ist ein Witz und keine Dringlichkeit. Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten für eine Lösung der Bürger in diesem Lande streiten und ringen. Wir lehnen die Dringlichkeit ab. Dankeschön. Ich lasse jetzt darüber abstimmen, ob